Siehst du, da sehen wir das Signal nicht eindeutig, oder? Weil es, ja. Dass uns das noch auf Grün geht. Dann haben wir da so einen Fahrstellungsmelder weiter vorne. Und da ist der Sitz. Sieht man hinten, sehe ich auch. So ein Pärerrückmelder. Aber das ist immer das Problem, der Roman-Zahn fährt ja um 7 Uhr raus. Ja. Und dass der alles ja. abdeckt hat. Und wir fahren dann hinten an. Darum kannst du mit dem Schaden haben wir dreckige Scheiben. Taschen einfach nicht ins Internet legen. Nein, nein. Ich habe die Information schon überall, dass ich keine Zugangsnummer und nicht Das ist absolut tabu. Man schaut nur, dass du auf die Weichenbilder schaust. Jetzt geht es nach rechts über. Ups, ist da irgendwas? Jetzt kann ich hier anklicken. Dann weiss ich, wie der letzte Weg über die Weiche ist. Also das sind wir noch im Grad. Wenn ich 50, 60 oder drüber rausfahren würde, würde ich das ist ja jetzt eine Ankündigung 60, oder? Genau, ja. Da kommt er zum Sicher. Jetzt muss man die ja bitte. Ja, ich kribieren. Jetzt hat es zuerst so blip-blip gemacht, jetzt ist der letzte Wagen bei der 40er. Ah, okay. Also kann ich jetzt 60 fahren. Und ist das so, dass wenn man nur mit dem Meter schaut, wie man dort tut? Da musst du aufpassen, du musst die Schlüssel nicht letztlich haben. Ja, da musst du einfach kritieren, wenn ich da nicht kritisiere, also, bin ich auch schnell. Bringt. Ist das so, dass man irgendwie links und rechts zwischen zwei verschiedene Systeme ist? Ja, genau. Also rechts ist Zugsicherung. Ja. Und links tue ich mich beim Befreien, wenn ich das Null rufe. Also wenn wir auf einem roten Signal fahren, das Null ja. Dann kann ich mit dem System kann ich nicht über das rote Signal fahren. Okay. Jetzt hat auch gesagt, jetzt darf ich höchstens 60 fahren. Da ist man voll vom Weg. Da musst du mal schauen, wenn du einen Zug hinhackst, der erst neu formiert wurde oder abfährt, dann macht immer Bremse auf Jackung. Das mache ich jetzt auch. Ob der Zug wirklich auch bremst. Das ist die totale Achse bremst. Muss man denn das machen oder ist das? Das muss man machen. Okay. Das ist immer geschult worden. Dort tue ich nicht. Ich weiss, wenn der letzte Wagen über die Weiche ist. Und jetzt ist immer noch 60. Das ist ja doch links, der Hauptschalter muss man rausnehmen. Oder ist das Stumm neben uns? Jetzt ist es 60 Grad, dann schaue ich da noch. Ja. Ich darf ich 80 Grad, weiss ich das auswählen. Das ist die Fahrleitung. Wenn du von 200 Werk Spannung hast, weisst du kannst ja nicht ohne Türen fahren, dann gehen verschiedene Ströme auf die Fahrmotor und Frequenzen. Ja. Dann wäre die Fahrmotor kaputt und darum die Hauptschalter ausschalten. Ah, so eben, also einfach den Hauptschalter durch. Genau. Und jetzt könnten wir hier sogar 115 fahren, aber die Zöllinger dürfen wir noch mit 80. Ja, weil ich ja. Wo sie gerade ist, aber es ist einfach gefährlich hier. So ein Schlanzer fährt nebenzu dabei. War gefährlich, meinst du? Ja, vom Wind doch her. Ist doch einfach wegen der Sicherheit. Ja, das ist von der Gleisart. Darf man nicht schneller fahren. Aha, ich kann. Dort hat es also Kurven. Und dann meistens auch so 80er Weichen. Weißt, ich habe einfach gemeint, wegen es so ein Bahnhof ist, dass einfach nicht so schnell fahren wegen dem Sogwind. Wegen der Licht auch, ja. Wenn das Bär genug breit ist, darf man schneller rüberfahren. Man hat immer so eine weisse Linie für die Leute. Ja. Und wenn sie natürlich weiter reinsetzen können, dann darf man schneller rüberfahren. Aber wenn dann das Bär zu klein wird, zum Beispiel in Lenkrad darf man mit so einer 100 fahren, vorher mal mit 140 dürfen rüberfahren. Jetzt ist einfach das Bär zu klein. Wenn sie die Linie müssen weiter raus tun, darf man noch 100 fahren. Das ist neu. Und ja, Lenker, schau, das ist nicht hell, das ist recht. Vielleicht viel umbauen für den Gleisbahn. Dezember wird doch ja vor den Jahren nachher dann in die Löwenstrasse die Züge dann hier. Genau. Ja, genau, das ist die S-Bahn raus und da hat vorher ziemlich bisschen abbremsen. Ja, ah, da, ja. Weil da war irgendeine Störung drauf. Okay. Ja, dann hat es recht, dann müssen wir bauen. Da muss ich auch immer schauen, wie. Beim Anhalten hast du eine Jolika und da sehe ich einfach den Fahrplan. Sagst du denn nicht ein Signal? Ein Signal, einfach wie schnell ich fahren kann. Oh, ah, halt.
hat mich auch jetzt untergenommen. Also sie fahren ja zum Beispiel da irgendwo im Bahnhof ein, aber man kann ein Lokführer, ich meine jetzt, ich könnte ja, wenn ich jetzt aufmerksam sein könnte, ich mich ja nicht auf die Schiene konzentrieren und gleichzeitig noch auf den Sektor, wo ich müsste halt. Wir fahren, wir hocken dem zuerst dreimal neben zu und dann haben wir auch lernen, Streckenkenntnis. Ja. Nachher weisst du, nachher fährst du selber, nachher weisst du den schon viel. Also dann langt man auf den Blick über. Der Computer zeigen, wo, wie, also weisst du jetzt, wo der hintere Zugteil, weisst du, sich damit befindet? Ah nein, selbst nicht. Da müssen wir ja wissen. Ja. Ich weiss jetzt, der Zug ist 190 Meter lang. Ah ja. Ja. Da müssen wir alles wissen, wenn wir da die Daten geben. Da weiss ich auch, Jörg, da ist jetzt die letzte Weiche da vorne. Kann ich da wieder anklicken. Das merkt einfach dann noch der Sensor, dass er dann drüber ist, oder wie? Ja, weißt du, ich habe hier eingegeben, dass der Zug 190 Meter ist. Wenn ich da klicke, dann siehst du jetzt. Okay. Aber ich darf jetzt immer noch nicht schnell fahren, von 105. Erst doch ab dem Signal, oder wie? Und der letzte Weich abgefahren, kommen wir 105, dann sind wir auf der Strecke. Da kommt jetzt eine, so eine Schutzstrecke von der Fahrleitung. Die gelbe Tafel im Fahren. Ja, da kann, ich jetzt einfach drücken bei dem Zug. Da geht der Hauptteil automatisch. Oder? Und dann muss man, nachher muss man ja gar nicht mehr drücken mehr. Dann macht es sich ganz automatisch. Genau, bei dem Zug jetzt, ja. Siehst du, jetzt geht da der Hauptschalter raus. Siehst du, jetzt kommt ein Ding. Also jetzt hat man keinen Strom, wir nehmen jetzt Rollbereich von dem Zug. Das ist ja schön, wenigstens gibt es keine Bremsung. Ja, da blinkt zum Teil. Der geht jetzt automatisch. Nicht so dünn. Da hinten hat auch die Lüftung aufgehört und alles. Und jetzt kommt es automatisch. Jetzt hat es jetzt wieder einfach ein. Ja, wir haben nicht mal etwas machen. Und wenn wir da das Ganze, dann müssen wir alles machen. Ja. Da haben wir auch schauen, da können wir jetzt zum Flughafen. Da darf man nur noch mit 80 reinfahren. Die erste Weiche 80. Und raus darf dann. Weißt du, um die Kredine darf jetzt auch 90 und raus darf dann mit 80 fahren. Ah. Dann können wir dann schneller fahren, 130. Dann kommst du langsam dann die Schnellstrecke. Ja, 130. Siehst du, jetzt soll ich hier schon bremsen. Ich kann hier mit der Geschwindigkeit fahren, auf 90 fahren. Sonst gäbe es auch schnell bremsen. Wir sehen jetzt die Ausfahrt, das ist Ende Bern, das ist ja. Rot, da muss ich hier abkündigen. Stimmt, ja. Also da habe ich über den Lautsprecher gemacht. Da tue ich jetzt, siehst du, da leuchtet jetzt nicht weiss auf, also jetzt brauche ich die Luft und bremse nicht von der Wagen. Jetzt soll ich noch elektrisch bremsen, jetzt bringe ich recht Strom zum Beispiel. Ist ja eigentlich siehst recht da. Gut. Könnt die anderen unseren Strom noch nehmen. Genau. Spass haben. Ich habe echt Spass. Also das nächste Mal ist schon alles weg. Lernt man denn das auch? Ja, dann machen wir es auch nicht. Also das lernt man dann auch in der Berufsschule? Also schon, Strom schon spart die so. Ausbildung der Lokführer haben einen halben Tag lang in die Schule zum Lernen Strom sparen. Zum richtigen Zug fahren. Ah ja. Wenn man sparen kann. Das ist jetzt wunderbar. Gut, man bremst. Ja, jetzt. Siehst du, da rechts ist das Eis, ist von 100 Meter. Da kommt schon das 200. Wir sind ja fast 200 Meter. Ah, eben, das Schild heisst ja für 100. Siehst du, das ist jetzt 200. Meine Aufgabe ist jetzt am Türen, am Rechner, am Freitag. Jetzt steigt die Niamat raus, hast du gesehen? Ja. Erst wenn man das drückt. Ja. Ah. Und dann muss ich jetzt Mittelstellung gehen, weil wir haben Rot, oder? Ist das eine zusätzliche Sicherheit? Da stelle ich die Geschwindigkeit auf 80, weil nachher Strecke in der Bahn auf 80 und nachher 130. Mhm. Ja. Schau mal wegen diesen weissen Tafeln, die sie auf der Perron haben, weißt du? Wegen der Kompositionen, sie müssen ja bis zu... Genau, und haben wir jetzt gerade vorher angeschaut, das 1 und das 2. Aber wie wird der, aber von was wird das gemeint? Von welchem Zug? Also zum Beispiel, ich wohne jetzt zum Beispiel in Kolbrunn, das ist so eine S-Bahn-Linie, so ein Turbozug, der fährt. Und dann irgendwo an einem anderen Bahnhof ist ja ein viel grösserer Abstand zwischen 100 und 200 Meter. Wird das je nach Zug abgemessen? Ja, aber weißt du, wir wissen doch, wie lang das ein Zug ist. Die müssen wir da die Art auch hier eingeben. Mhm.
Und jetzt hier am Flughafen speziell, da ist alles ein bisschen auf diese Seite rausgerichtet, oder? Ja. Weil, musst du mal schauen, am Flughafen, da sind die Rolltreppen, sind alles auf dieser Seite. Ja. Darum fahren wir schon von Anfang an schon auf diese Seite. Ah, das ist schon... Das ist echt ausgeklingelt, also. Das das hätte ich ja gerne mal bewusst, mit diesen Reisen, wie die das berechnen, wie ist nicht jeder Zug ist gleich lang, oder? Ja, also gut, wenn wir jetzt 150 Meter hätten, wären wir ja einfach dazwischen gefahren. Mhm. So, ja. Ah. Genau. Aber das muss ja nicht genau sein, wir einfach... Das, ja, wir probieren noch doch schon schön hinzufahren, weil die Leute wissen, die stehen aus einem Haufen, wie es dort und dort sind. Wenn du Zeit führen fährst, dann können wir nicht so schnell abfahren, dann sind die viel länger, zum wieder aussteigen. Okay, schon wieder offen. Das ist schon offen und hier jetzt nachgeschaltet. Das ist super. Das heisst, wenn wir hier schauen. Das bringt sich alles. Also die Tür könnt ihr schon von hier her blockieren oder muss der das so von... Ja, da macht der... Wenn wir begleitet sind, eben so den Zug, ja, dann machen sie ihn. Ah. Ja. Sie schauen da auf die Seite, ob die Leute drin sind und alles. Und dann sie verriegeln. Und ich komme dann einfach noch einen Abfall auf. Da sehen wir jetzt einen Auflicht. Ja, es gibt auch mal so Leute, die die Türen blockieren, oder? Ja, das ist aber ein bisschen blöd. Für Essen. Siehst du, jetzt ist die Abfallhause vorne, ist noch weiß und grün. Und rumsignal. Das heisst, dass ich jetzt eigentlich ja, fahren darf. Einfach noch warten, bis die Warte, bis die Türen zu sind. Die Geschwindigkeit wird hier eingestellt. So ist das gut. Hier sind auch keine. Ja. Und jetzt schon. Also ich hoffe, sonst gibt es eine Schnellbremse. Also ich möchte auch nicht gemeinsam da Verspätung so einleiten. Schau, die Kamera ist. Da kommt jetzt die Möcke gerade auch lange. Mike, schau auf die Kamera. Ich schaue immer genau drauf. Weil dann, die gehen immer per Druckluft mit 40 zu. Wie? Ein Spiegel. Ah, ja, die ist jetzt automatisch. Aber die kann ich rauslassen. Da haben wir noch so einen Knopf. Ah, so ein kleines. Das ist der Zug jetzt ganz gut. Ja. Nein, ist immer so blöd. Nachher, wenn wir zum Tunnel aus sind, dann müssen wir dann schon hinten, wenn wir da aus sind und so. Ja, aber jetzt am Tunnel. Jetzt tue ich nochmal auf 110 Beschleunigen. Weil da kommt dann noch ein S-Bahn auf den Kloten, weißt du? Ja. Mit dem Spurweichsam können wir unter Vollbremse. Immer steht es wachsamer sein, wenn man sich mit der S-Bahn noch teilt, oder? Ja, man kann dann einfach Ohren ausschalten. Wenn man das rote Signal nicht bremst. Jetzt kommt es mit. Schauen wir immer so am Bett. Jetzt offen machen, das ist einfach das Grün. Sonst müssen wir recht abrupt abbremsen. Ja, hoffen wir es nicht. Du, jetzt wäre ich froh, wenn du nach hinten gehst, gell? Ja. Ich weiss nie.